Hallo und herzlich willkommen zurück zum Abend des ersten Weihnachtstages. Ich fliege heute ein wenig herum, weil ich euch den schönen geschmückten Weihnachtsbaum zeigen wollte. Einer unserer fleißigen Jungs oder Bienchen haben den Baum geschmückt. Ich wünsche euch weiterhin noch ein schönes Weihnachtsfest. Wir haben jetzt schon Folge 50 erreicht und das Projekt geht noch lange nicht zu Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis in der Folge. Und cool, es fängt sogar an zu schneien. Yay! Boah, ich will nicht sterben, hör auf. Was? Ist eine gute Farbe. Eine gute Farbe? Für Schilder, für die Schrift. Lila. Lila. Warum sind die denn alle so schlecht lesbar? Ja, auf was für einem Schild bist du denn? Fichte. Ja, weiß. Ja, aber das ist so Standard. Hä? Ich habe hellblau probiert, aber selbst Weiß das ist ist halt irgendwie. voll nicht Standard, schwarz ist Standard. Oder ist es mit dem Shader nur so schlecht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Nee, aber das. Nee, hellblau sieht Schon. man trotzdem nicht besser. Hä, weiß sieht man ja auch nicht so gut. Was ist denn das? Shader? Das Mist. Ist es echt Shader? Nein, meine Hühnerbeine sind kaputt. Oh nein. Neue. Gib mir Jetzt kannst du neue. nicht mehr rumgackeln. Federn. Wo sind Federn? Ich hab Federn. Irgendwo habe ich Federn. Oder? Hab ich Federn? Hab ich Also, falls Federn? jemand irgendwann Sticks braucht, ich habe jetzt ungefähr so 10.000. Was hast du getan? Ich pflanze Bäume an Wollte und wieder Helm mache die an. wieder kaputt. Okay. Ah, ich kann wieder rumflattern. Ich habe einen Helm. Irgendwann hat Dennis die ganze Ausrüstung. Hab ich schon. Oh. Das Huhn. Stimmt, als nächstes verzauber ich meinen Pfannenwender. SpongeBob. Und Chick, wenn ich bitten darf. Sorry, mein Fehler. Können hier mal auch mal Saplings runterfallen und nicht immer bloß Kakaobohnen. Eine kurze Frage, Oh, wenn man Kakaobohnen. Blätter zerhaut, kommt dann auch Zeug raus? Ja. Aber mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Oh. Als wenn du sie einfach despawnen lässt. Die Kane. Ein Unterschied. Alter. Hey, du hast heute mit dem Grammar-Nazi-Zeug angefangen oder gestern? Was habe ich denn gesagt? Ach, du hast den Genitiv verbessert. Ah. Ja, aber der ist ja auch dem Dativ sein Tod. Ja, ich weiß, Daran habe ich aber. auch gerade gedacht. Ich bin jetzt gerade T-Seed bekommen aus einem Blatt, was auch immer das ist. Na, Tesa. Dieser Film? Was ist das? Was? Was sind Teesamen? Tee. Samen für Tee. Du kannst, glaube ich, Tee craften oder so. Ja, ich habe auch schon Teekannen. Kann man die auch anpflanzen? Teekannen? Ich glaube nicht. Nee, ich meine Teesamen. What the fuck? Why are you playing her like that? Ich denke schon, dass man die anpflanzen kann, ja. Können die Blätter sich mal beeilen mit dem Klopfen? Das wäre ganz freundlich. Das ist auch eine coole Gegend, wenn wir jetzt kein Winterprojekt hätten. Na, eine Savanne, eine Wüste, ein Dschungel, alles direkt nebeneinander. Ein Berg auch noch, eine Berglandschaft. Jetzt gar nicht so attraktiv für mich. Ein Ozean natürlich, gleich dahinter der Wüste.
Hab ich noch mehr Gravel? Gravel. So, genug Souvenirs für Tiger. Nein, ich muss Gravel farmen. Oh, hier ist eine Schildkröte. Hi. Und eine Babyschildkröte. Wie süß. Siehste, ich muss mal meinen Teich bauen. Ich hab doch Spawn-Eggs von Schildkröten. So. Schildkröten-Spawner. Yay. Ja, dann haben nachher alle Schildkrötenhelme. Mach ich das doch schon mal als so Concrete. Oh, neben der Wüste ist nochmal Savanne. Und auf der anderen Seite wieder Plain, diese kleinen Hügel mit Eiche und Fichte drauf. Was ist das hier? Oh, hier ist so ein Brunnen in der Wüste. Gibt's da auch irgendwas? Nee. Nur Wasser. Schade, also nichts Wertvolles. Ich hoffe, mein Haus wird ja nicht zu dunkel am Ende, oder ist ja ein bisschen blöd. Gibt nicht zu dunkel. Nee, tolerant, ne? Boah, spawnen einfach gar keine Creeper mehr. Ja, die hat sich schon rumgesprochen. Merk's auch, ey. Ich wollte Gravel farmen. Da. Ich muss meine Schaufel repairen. Da. Ab in den Nether, hey! Oh nein, jetzt wird der Nether umgegraben. Jo. Ich brauch vielleicht Baublöcke. Also wenn du Glowstone findest, ne? Paul wollte mal was mit Glowstone bauen. Das glaube ich schon sehr lange. Ich hab schon Glowstone mir irgendwann mal geholt. Echt? Was, Paul, du brauchst Glowstone? Wie viel? 50 Stacks? Okay, klar, kein Ding. Aber wenn es weniger ist, dann wär schlimm. Ja, ich komme nicht aus dem Nether ohne 50 Stacks. Ja, brauchst du auch nicht. Also Blöcke, versteht sich. Ja, ihr lacht. Noch. Es wird dunkel. Soll aber nicht dunkel werden. Es wird aber dunkel. Ich mag das aber nicht, dass es so oft passiert. Wie Dennis schon festgestellt hat, irgendwie jeden Tag. Kann nur nachts und während Gewitter schlafen. Die campt einfach das Bett. Ja, nicht im Bett war's. Kein Goldzeug dabei, ne? Na super. Oh, wir müssen wieder schlafen. Nein, ich weigere mich zu schlafen. Was? Ich muss mir mal einen Keller betreuen. Oh nein. Da können wir nicht schlafen. Doch, das zählt nicht. Ja, ich bin in einer anderen Dimension. Ah, gut. Dann mach weiter. Da draußen chillt so ein Zombie-mäßiges Ding mit so einem Hut. Hat der Gast irgendwie kein Interesse daran, mich anzugreifen, so?
Nö. Ich doch nicht. Hä, hast du nicht sogar irgendwas, dass die Monster dich nicht angreifen? Ja, aber den habe ich ja nicht an. Achso. Er hat trotzdem keine Lust. Ey, Digga. Also, so. Tot ist der Gast. Sind diese zombie-mäßigen Dinger mit Lederrüstung sehr böse? Das sind auch einfach Zombies. Also ich sterb nicht, wenn ich erst mal renn. Nee, die haben sich halt ein bisschen schick angezogen. Es sei denn, du stirbst, dann könnte es sein. Es sei denn, du stirbst, ne? Weil dann stirbst ja, du. Ja, guter Einwand. Ich fände es übrigens cool, wenn es verschiedene dunkle auch Crafting-Tables gibt, gäbe. Ja, ich auch. Mehr Abwechslung in Minecraft. Und Truhen. Oder gab es verschiedene Truhen? Nee. Stimmt, das gibt's nur mit Mods und die sehen echt cool aus. Ja. Die Truhe passt jetzt gar nicht zu meiner Einrichtung. Und ich glaube jetzt übrigens, dass das Ding, während ich nicht hingegangen bin, verbrannt ist. Top. Na gut, ist dann so. Dann kann ich weiter Holz abbauen. Ich befürchte, das Tallgrass kann man wirklich nur mit einer Behutsamkeitsschere abbauen. Schere? Ja. Spitzhacke. Vielleicht auch, aber mit normalem Werkzeug geht's nicht. Na gut. Hab ich gerade probiert. Nicht so schlimm, ist ja nur dieses Troll-Item. Ja. Aber das wäre lustig. Nein, nicht das Troll-Item. Gibt Geld halt einmal weniger. Hast du eigentlich schon diesen Typen da reingesetzt? Ins Haus? Den Ravager? Nee. Nee, das wäre schon echt mies. Achso, machst du jetzt gar nicht? Nee. Das wäre schon echt hardcore. Also das Ravager. Echt schon ziemlich Ravager hardcore. Sind schon böse. Ja, schon. Aber wäre auch lustig. Ja, auch böse. Ist böse, aber wäre auch lustig. Könnt ihr auch einfach einen Ravager Spawner reinsetzen? Alter! Aber dann ist er, dann hast du einen Spawner gewastet, weil der wird den dann abbauen. Aber für den Joke wäre das schon eigentlich worth. Also ich würde supporten, sagen wir so. Nee, ich will den Jungen jetzt auch hier nicht rausmobben. Jetzt spielt er schon einmal wieder Minecraft so. Ah. Er hat doch seine Stelzen jetzt. Kann ich nicht beklagen. Am Ende greift der Ravager aber uns an und so. Ja. Invasion. Achso, das wollte ich. Oh, ich mach mal einen Screenshot. Das ist lustig. Ich glaube, der Villager hat ein Problem. Ah, so wenig Gravel. Ich pack den Screenshot mal da rein. Wer angucken will. Oh. Das könnten wir mit Jelte machen. Der wacht auf. Kommt einfach nicht mehr an sein Haus. Oder raus, je nachdem, wo er gerade ist. Oh. Ja. Achso, das ist da, wo ich eben war. Ja, dann gehe ich halt unter der Erde einfach ein bisschen Gravel farmen. Lohnt sich eigentlich wirklich. Okay, das ist ein mageres Haus, würde ich sagen. Das Hogwarts macht mir Spaß. Ein bisschen zu klein dafür. Ein bisschen. So, 1-2 Räume.
Du. Hallo Lama. Hallo Lama-Familie. Meine Einsmann sind ja immer noch hier eingesperrt. Ich muss, habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Ich keine artgerechte Haltung, was ich da mache. Aber gut. In dem Spiel schlachte ich auch Schweine ab, also insofern. Yay, eine gigantische Wüste vor mir. Da springt ja ein Tiger einen Weg lang. Ja. Oder warte, du kannst vielleicht noch ein paar Kakteen mitbringen. Warte mal, was? Ich bin schon bei Koordinate 8500? Sola! Du musst eigentlich auch irgendwann wieder zurück, oder? Wolltest du jetzt so ein neues Leben? Sola wohnt jetzt woanders. Ja, wir kennen uns nicht mehr. Was ist mit Kakteen? Ich habe leider keinen Inventarplatz. Ich habe ja noch keine Schalkerkiste. Ja, also, ich hab gesagt, dass du halt noch ein paar mitbringst, aber wir haben ja zum Anpflanzen. Ja, Schalker-Ochsen wären schon eigentlich cool, wenn du mitbringst. Ja. 5 würden reichen. Ja. Für jeden. Ja, mindestens. Hey, ich spring mit den Hasen um die Wette. Aber ich hatte noch kein Glück in einem Sumpf. Ich habe mir jetzt bis jetzt einen Sumpf begegnet, weil ich wollte auch gucken, ob diese Willow-Setzlinge da sind. Diese Bäume, die sollen ja in der Nähe von einem Sumpf sein. War aber nichts. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist eine Hexe im Sumpf. auch mal was. Weder die Bäume noch... Na. Slimes. Ich habe einen Tempel gefunden. Ein Wüstentempel? Ja. Denke ich. Ja, dann. Der ist hier halb Wo ist denn hier der Eingang? Der ist zugegraben. Kommt manchmal vor. Hier guckt nur ein Turm raus. Müde. Ja. Anderer Schlafrhythmus und so. Ah. Oh Gott, ist der eingegraben. Der Tempel hier. Ich weiß nicht, ob ich den machen soll. Ich habe doch gar keine Fackeln, um Licht zu machen. Draußen läuft immer dieses imprägnierte Schaf rum. Ich weiß ja nicht, wo das herkommt. Ich auch nicht. Erstmal einen sicheren Ausgang bauen. Handy. So viel zu sicherem Ausgang. Wie spät ist das hier? Nee, ich warte. Oh, da drüben ist ein Wüstendorf. Schlafenszeit. Nein. Noch nicht. You can't sleep. Noch nicht.
Noch nicht. Gut, recht. Jetzt. Yay. Kann man eigentlich anfangen zu brennen, wenn man auch eine Fackel draufsteht? Nee.